Hallo, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Diesmal eine Art Battle. Also wir beide, Marc und ich, Team Deutschland. Weil wir sind beide Deutsch. Deutsch, reinrassig. Nein. Gegen die beiden Asiaten, Vase und Giancarlo, die schon angefangen haben aufzunehmen und schon wild losrennen und sich das Getreide holen, weil sie dreckige Cheater sind. Angreifen dürfen wir uns erst ab 15 Minuten, ja, und danach geht's dann halt, wer als erst den anderen getötet hat. Ich würde sagen, wir gewinnen das Ganze. Weil, ich weiß es nicht. So, hier, ich fahre mal ein paar Kartoffeln ab in der Zeit. Aber ein bisschen Weizen. Marc, du bist ziemlich leise, was ist los bei dir? Ja, ich habe mein Mikro immer ein bisschen weiter weg. So, zack, 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 zack. Ey, geh mal in die Kirche, obwohl, ich mach schon. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Keine Ahnung. Ja, was willst du denn hier in der Kirche? In der Kirche sind doch normalerweise immer Kisten. Ne, sind immer Schmiede. Sind das. Hier sind keine Kisten. Lass uns das doch keine Kirche. Warte, ich guck mal kurz, wo die sind. Nix Tag, ey. Kein Risiko ein und springe runter. Oh nein! Shit. Shit, habe ich den gerade mal den Giancarlo geschlagen? Ich habe ihn einmal geschlagen. So, ich fahre mir schnell das Holz ab. Ich muss noch keinen Baum suchen. Wie viel bringen eigentlich Karotten? Ich glaube, Karotten bringen schon genug. Wie viel genau kann ich nicht sagen. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wo das Kartoffeln backert. Mein Gott, die Dorfbewohner stehen mir im Weg. Wo bist du eigentlich? Ich bin gerade oben auf einem Feld. Ich sehe die ganze Zeit nur Giancarlo. Ja, den habe ich auch gerade unten gesehen. So, zack, zack, zack. Ich fahre mir noch mal mehr Essen ab. Also mehr Karotten. Wir brauchen nämlich so viel wie möglich. Ich habe schon fast 30 Weizen. 60. Gian, oh, Karotten. Gian. Der Gian kommt hier und meint einen, mir meine Karotten zu klauen. Ich habe ihn wieder geschlagen. Scheiße. Wie man vielleicht etwas merkt, Jonas ist etwas angeschlagen. Ja. Du hast den schon wieder geschlagen, willst du mich verarschen? Ja, der soll mal chillen, ey. Alles cool. War keine Absicht, Mann. Der hat das Feld abgebaut, ich hab das Feld abgebaut, ich wollte das Feld zuerst abbauen. Ja. Du hast es drauf. Guck mal hier. Ich will, dass wir noch irgendwas finden. Ja, ich glaube, wir sind hier erstmal fertig fürs Dorf. Also. Sicher? Ja, hier gibt's nichts mehr. Wir verpissen uns jetzt. Ja, hier ist, jetzt sind wir noch hier. Ja, ich nehme jetzt eben daher. Scheinbar Bäume recht rar gesetzt sind. Nimm ich das Holz von den Feldern mit. Ja, nimm mit. Nimm alles mit. Wir dürfen alles mitnehmen. Da hinten ist ein Skelett. Scheiß drauf. Oh nein, ich glaube, ich muss gleich essen. Auch schon aufgeschissen. Ah, Entschuldigung. Ich was ich durch meine Nase hochziehe. Es tut mir leid. Guck mal, da kommt Gian. Ja, doch nicht. Kann was hier. Passiert halt leider. Ich habe halt eine scheiß Pollenallergie. Oder kann man jetzt. Alter, shit! Ich werde vom Skelett angeschossen. Oder von sonst was. Kann ich eine Workbench mitnehmen? Was, der Gian? Ne, der Gian ist auch voll angeschlagen. Der Base wird gerade von einem Skelett abgeschossen. Ich bin hier gerade bei dem anderen Bein. Versuche hier so ein bisschen. Ach ja, ich hau ab. Ja. Und jetzt muss ich essen. Du musst essen? Willst du mich verarschen? Ah, sorry. Kein Ding. Warte, schreib das eben in den Chat.
Sollt ihr anders auch wissen. Ja, dann. Okay. Dann, ich unterbreche die Aufnahme. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn Marc wiederkommt. Ciao. Ciao. Jo, hallo Leute. Zurück. Peace. Marc ist ja vom Essen zurück. Der Horst. Ja. Und die anderen haben natürlich wieder weitergespielt, weil die. Gut, haben sie nicht, aber die haben schon vor uns angefangen. Deshalb sind die Noobs. Und alle werden sie hassen. Und ich fahre mir mal kurz Scheiße. Und jetzt hört man die ganze Zeit den Kack-Facebook-Ton wegen Grischei. Ich pausiere kurz die Aufnahme und mach Facebook zu. Zack, wieder da. Facebook und Skype weggemacht. Also auf offline gemacht, damit ich keine scheiß Geräusche krieg. Von irgendwelchen Leuten, die meinen, mich anschreiben zu müssen. Jo. Und ich fahre mir kurz das Holz unterhalb unten die Felder herum ab. Mit der bloßen Hand. Die anderen haben schon Äxte, wie ich gerade gesehen habe. Weil die billige Cheater sind. Jetzt bin ich wieder da. Ja, Marc. Nein. Ja, fucking Handy, ne? So, jetzt bin ich auch wieder ins drin. Wo bist du? Ich bin ja gerade am so einem Feld und baue da alles ab. Ja, ich habe ja auch gerade irgendwie gesehen, dass irgendjemand ein Feld kaputt gemacht hat. Ach, da bist du. Wer ist das da unten? Ach, du baust auch direkt mit Holz ab. Nimm die Fackeln mit. Wofür das denn? Ja, Holz halt. Wo? Ja, hast schon 5, ist ja richtig viel. Ja, es ist besser als nichts. Ich habe 24 und 12 normal wirklich. Ich zieh noch mal Fackeln, so gut ich kann. Ich mach mir noch mal Holz. Geh weg hier. Scheiße, jetzt habe ich vor mir ein Block Holz gebaut. Wo bist du? Oh, Zombies, Klette. Was? Ich bin auf dem Feld, wo du gerade warst. Hört man nämlich jetzt besser? Ja, so. Oh, Entschuldigung. Scheiß Nase, ey. Tut mir echt leid. So, wir hauen jetzt hier ab. Komm. Warte. Warte, hier fahre ich noch eben schnell ab. Ich würde sagen, wir bleiben im Dorf Nähe gleich. Ja. Also, wir entfernen uns nicht zu weit. Die anderen werden wahrscheinlich weit abhauen, aber wenn wir im Dorf bleiben, können wir immer noch das Holz zurück und so. Und sonst irgendwie Holz holen, weil Dorf ist hier, so ich sehe, da hinten fängt ein Wald an ein bisschen, da sind ein paar Bäume. Das Dorf ist eine recht zuversichtliche Holzquelle bei der weiten Ebene hier. Das Problem ist einfach nur, dass wir jetzt noch nicht wirklich wohin laufen können, weil hier überall Monster sind. Scheiß drauf. Komm, folgt mir. Warte, nur noch einen Block hier. So. Komm. So, wir können auch die ganzen Schweine schlachten hier die ganze Zeit rumrennen. Später. Wir haben genug Essen erstmal so an Zeug. So, schnell hier gucken, ob wir irgendwie vorbeikommen. Ich würde sagen, wir gehen hier zum Schnee. Ich würde sagen, wir gehen auf die. Warte, ich folge mir einfach. Du kannst es vielleicht nicht sehen, weil dein Sichtfeld nicht so hoch ist. Wahrscheinlich. Das Dorf. Weißt du, mein. Lass die Schweine einfach leben. Ja, ich lasse das jetzt einfach. Mein Internet spackt gerade ein bisschen, weil ich noch gerade einen Part hochlade. Die Kartoffeln so zu essen, ist keine schlaue Idee. Was? Kartoffeln so zu essen, ohne die vorher anzubereiten, ist eine blöde Idee. Mache ich trotzdem. Sagen wir am Berg. Ist gut. Dorf sehen wir auch noch. Ich jetzt nicht mehr, aber du Buch wahrscheinlich. Ich sage hier das Hügelchen, auf das ich gerade zulaufe. Ah, okay. Hier graben wir uns rein. Grab du dich schon mal mit Fäusten rein. Ich mache hier mit der Zeit Zeug. Hinterseite am besten, oder? Nein, Vorderseite. Also, ja, Seitenseite, ne? Das ist ja für unsere Orientierung besser. Laterne. Brauchst du den Workbench? Weil wegen, Ich hab eine. Dann setz eine und gib mir irgendwie eine Holzaxt oder so.
bin auch ein Horst, jetzt habe ich zu wenig normale Holz übrig. Professionell halt, ne? Ist einfach drauf. Hier, verlegt ich hoffe, stell dich neben mich. Was? Hast du Spitz? Da liegt eine Spitzhacke, nimm die. So, Horst. Jetzt hast du die wieder eingesammelt. Jetzt grab dich rein. Ah, lass mich kurz Stein abbauen. Wenn ich direkt Steinsachen für uns alle mache. Alles Stein, ich mach alles aus Stein direkt für uns. Mhm. Ich würde sagen, wir machen uns auch eine Farm. So, es ist weit genug rein. Ich hau erstmal eine Fackel hin, bevor hier gleich noch ein Zombie kommt. Ist auf jeden Fall schnell irgendwie Höhlen zur Höhlenerkundung starten. Damit wir irgendwie Eisen und sowas bekommen. Jo. Ohne Eisen. Soll ich mich irgendwie runtergraben? Wäre glaube ich am besten. Ja, mach erstmal so einen kleinen Vorraum und dann grab dich runter. Weiß bestimmt, wie ich meine. Hm. Hake mache ich auch schon mal, weil die noch keiner braucht. So. Mark. Wie machen wir das eigentlich? Also wie laden wir das hoch? Ich lade schon nicht. Wir nehmen jetzt doppelt auf. Nicht für beide Mannschaften dann. Das sprechen wir noch ab vorher. Mark, du hast ja einen sehr großen Fehler gemacht.